Zeit dazugenommen haben, dass bis zu 25 Minuten kurz sind. Ist meine Information von den Sozialpädagogen. Und wie schaut es mit Anreinen aus? Das ist in Ordnung. Das ist die Frage jetzt, ne? Ja, nein, das ist das Deutsche. Wir stehen gerne außerhalb der Gemeinderatssitzung gerne zur Verfügung auch. Ja. Du kommst immer 5 Minuten vorher, kommst du mit deinen Sachen. Und das ist natürlich dann schwierig, auch auf die Fragen anzupassen, wenn man sich nicht vorbereiten kann. Ne? Sondern das zu dem Thema. So, die nächsten Fragen bitte. Bitte, Herr Frage bezüglich Budget für die Straßensanierungen, da haben wir 300.000 Euro an Brandschutzdafür geplant. Das ist jetzt reduziert auf 200.000 Euro. Die Frage ist, oder warum war es reduziert? Weil die Straßensanierungen doch offensichtlich, was wir das letzte Mal gesehen haben, der Fall ist. Es wurde nicht reduziert. Ja. 100.000 sind im Voranschlag drin, wenn du es im Voranschlag durchgelesen hast. Sind 100.000 budgetiert, plus 200.000 sind 300.000. Wir hatten 300.000 haben wir für Straßenbau aufgenommen. Da waren gar nichts mehr aufgenommen. Wir haben jetzt da 100.000 im Voranschlag drinnen. Beschluss war aber der noch abgeschlossen. Wir haben den Nachtragsvoranschlag. Jetzt machen wir Beschluss. Ja, wir brauchen den Nachtragsvoranschlag. Woher können wir das Darlehen klarerweise nicht aufnehmen? Aber die haben 100.000 haben einen Voranschlag drinnen, generell. 100.000 ist schon drinnen, das ist ein Budget. 200.000 nehmen wir auf, das sind dann 300.000. Also da brauchen wir doch nicht mehr. 200.000 beschlossen. 300 nehmen wir auf, ja. Ja, aber es müssen ja die 100.000, die auch, soll ich mir finanziert werden, die werden auch dann die Ausgaben. Das ist ein Führerspur. Ja, aber im Bauausschussprotokoll steht drin. Im Bauausschussprotokoll steht drin, dass dieser Betrag auf 200.000 reduziert wird. Gekürzt wurde, da geht es jetzt einfach nur darum, es werden in Summe 300.000 Euro aufgewendet für Straßensanierungen in der Region. Das fällt nach wie vor, dass das eine einfach verrechnungstechnisch einfach so lautet, dass im Nachtragsvoranschlag halt die Summe da mit 300.000 drinnen steht und 100.000 im Voranschlag drinnen sind. Das ist eine andere Sache. Das sind nochmal die, wenn das nochmal so ist. Ja, die 384.000, die Summe, als solches meinst du auch dann auch. Nein, im Protokoll steht nur, denn heuer bzw. in den nächsten 2 Jahren würden sich so mit Sanierungskosten in der Höhe von ca. 300.000 Euro ergeben. Dieser Betrag wurde jedoch auf 200.000 Euro gekürzt. Ja, wir wenden dafür 300.000 Euro kosten. Also im Voranschlag vorhanden sind. Die 100.000 Euro sind drinnen. Das ist ein Kürzer. Ich sage, kürzen wir nachher das noch an den 200.000 oder 300 aufnehmen, das ist ja unlogisch. Das hängt davon ab, ob wir 10 machen, dann wie weit. Ja, aber da kann ich nicht sagen im Bauausschuss, dass ich von 300 auf 200 umgehe, was machen wir mit den 100.000? Ja, das ist ja offen, wenn es kürzt. Ja, es wird das, was verwendet wird, was gebraucht wird, nicht verwendet werden. Ja, aber da kann ich 300.000 auch nicht bitte. Das, was nicht gebraucht wird, wird zurückgezahlt. Das ist ursprünglich von 384.000 Euro ausgegeben worden. Und dann hat man gesagt, okay, was ist möglich, was schafft man überhaupt in diesem Jahr? Und aufgrund dessen hat man dann gesagt, okay, gut, wenn man da auf 200.000 kürzt, plus die 100.000, die wir im Vorschlag drinnen haben, haben wir eh 300.000 Euro zur Verfügung, um das Ganze nachher dann umzusetzen. Und die 300.000 sind das Darlehen zur Bedeckung für die Straßensanierung. Was ja, aber ja, der Satz ging da anders, wenn es nicht mehr ist, oder? Was denn, was ist da für ein Problem? Ein Bauausschussprotokoll. Ja, da steht es auch drinnen, dann müsst ihr das gut verdauen. Sag ich mal, sind Sie in Augenblick meiner Kenntnis, okay, in den Protokollen gelesen, und ich weiß jetzt nicht im Detail, was da drinnen steht. Aber es geht nicht darum, was im Bauausschussprotokoll drinnen steht, sondern das, was die Gemeinderat drinnen beschließen. Es ist mir schon klar, wie das drinnen da habe ich schon wieder dabei, dass ich im Ausschuss bespreche. Das ist in Ordnung. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Wie schaut es mit einem weiteren Kinderspielplatz aus? Wenn man von Highway ist, irgendwas? Ja, wir werden es am Jahr beantragen, dass wir machen.
Und die ÖVP hat da dagegen gestimmt, dass man findet, dass man sich das ÖVP genau schauen kann, was wir in dem Fall auch alle noch. Also als Frage formulieren, warum? Stoßrichten. Ja, warum? Ja, warum muss die ÖVP das bringen? Das wissen wir nicht. Gut, wir haben nicht den Kinderspielplatz verhindert, sondern wir haben den Grundstück verkauft und die Gemeinde verhindert. Das möchte ich auch mal sagen. So. Weil wir vorher mit den Anleihern gesprochen haben. Gut, Herwig. Ah nein, Herwig. Herwig bin ich. Stefan. Ja, ihr seid schon fast eine Person. Also, jetzt ziehst du immer wieder auf den Zug, wenn du eine Frage beantworten sollst. Das werden wir heute machen. Ja, bitte. Meine Frage geht an dich. Und zwar, wie hoch sind die Rechtsanwaltskosten, die Gebühren und Strafzahlungen für die Gemeinde aus dem verlorenen privaten Rechtsstreit von dir bezüglich des Datenschutzes einiger Bürger? Kann ich mir beantworten. Das nächste Mal. Bitte, weitere Fragen? Dann habe ich eine Frage an den Obmann des Umweltausschusses. Die Benachrichtigung direkt am 3.6. ist die Umweltausschusssitzung abgesetzt worden. Warum wurde das abgesetzt? Weil es bei mir beruflich Probleme gibt und ich nicht anwesend bin. Und ich bin in dem Monat auch noch abgesetzt. Also ich bin fast die ganzen Immunen erfahren. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Die Frage habe ich keine, ja, den Kollegen Regenreich hat Kohl schon sehr schon angesprochen. Nachdem ich das letzte Mal verwiesen worden bin auf die Anwesenheit des Gemeinderats Sorger, oder? Bezüglich meiner Frage oder der Antwort meiner Frage an dich, gehe davon aus, dass das weiter verwiesen wurde. Nein, auf die Frage ist nicht antwortlich. Aha, okay. Sind wir schon bei den offenen Fragen? Soll ich beginnen oder wollt ihr beginnen? Wir sind schon, und das ist soweit, ja. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, bitte, dann kommen wir zu den offenen Fragen und zur Beantwortung. Und beantworte ich jetzt einmal, dass noch offen ist. Dort eine Frage gegeben vom Gemeinderat Teil betreffend Datenschutz und fragt, ob es schon ein Ergebnis zum Verfahren der Verletzung des Datenschutzes gibt. Und der Bürgermeister der Gemeinde hat die Beschwerde vom Verwaltungsgerichtshof aufklären können. Ja, das hat er mich, hat der Sömmelig und auch gewisser Herr Reitler angezeigt. Und das ist vom Verwaltungsgerichtshof insgesamt gelernt worden. Also das macht es noch oder das war jetzt auch dran, dass es nicht. Nein, ob es da etwas Schriftliches gibt. Nachdem die Buchhaltung bei uns jetzt bedingt durch einen Todesvorsitzenden nicht besetzt war, oder nicht zu 100% besetzt war, habe ich die Information noch nicht eingebracht. Wer soll als nächstes mal antworten? Die Verhandlungen ein Buchsordnung ins Mittelfeld bereit in andere Phasen zu ersetzen. Das wird was? Das wird noch geprüft. Gut. Dann die offene Frage von dir, Steffen, bitte. Es wird noch eine Frage. Der Gemeindebediensteter hat so einen tragischen Fall gehabt mit einem Sohn. Du schiebst das vor, dass man diese nicht einholen konnte, dass du selbst am Bundestreffen musst. Ein bisschen über der Kühe. Jetzt haben wir draußen die Dienste von draußen. Nein, du musst es ja vorgeschoben. Aber das als Grund,
Es ist ein Schicksalsschlag für dir und du nimmst das als Vorwand her, warum du heute da keine Auskunft geben konntest. Und das ist aber ein trauriges Zeichen, muss ich mal festhalten. Das auch bitte fürs Protokoll. Gut, Stefan, bitte. Eine Beantwortung. Zuerst ist noch eine Frage offen von dir, weil du das angefangen hast. Es war beim letzten Mal noch die Frage von Gemeinderat Kolsch. Zweiter Vizebürgermeister Helmreich sagt, es sei noch die Antwort zur ersten Frage von Gemeinderat Kolsch aus der Gemeinderatssitzung offen, ob weiterhin eine Rechtsschutzversicherung für alle Gemeinderäte bestehe. Der Bürgermeister verweist darauf, dass dies schon ein Dreivierteljahr her sei und man werde kontrollieren, ob die Frage nicht ohnehin schon beantwortet sei. Hast du das kontrolliert? Betreffend dieser Angelegenheit hat es im Bürgerungsausschuss Termin gegeben, der diese Dinge geprüft hat. Und ich müsste Sie rufen, beziehungsweise der Fraktionsführer auf jeden Fall erhalten und Bescheid wissen darüber, wie es ausschaut. Die haben alle Verträge geprüft, da steht das Ding, aber können Sie es selber machen? Nein, die Frage war dezidiert an dich gerichtet und die Beantwortung sieht die Gemeinde und so vor, dass du mir die Antwort jetzt gibst. Ich habe sie dir jetzt gegeben. Du hast mir gesagt, ja oder nein, es war ja oder nein. Kann ich jetzt aber die Frage geschlossen. Weil ich die Verträge nicht eingesehen habe, in dem Sinne jetzt, ob das ist, sondern es gibt einen eigenen Prüfungsausschuss, der das geprüft hat und der Prüfungsausschuss wird diese Information weitergeben können. Der Prüfungsausschuss Hoffmann ist der Herr Sorger, der müsste auch nicht der Rede der Antwort stehen können. Versicherung wurde noch nicht geprüft. Achso, aber hat es einen eigenen Termin gegeben für den Träger, oder? Nein, noch nicht. Ja, da hat es irgendwas gegeben, dass man, da war der Baumannamtsleiter wahrscheinlich dazu, weil das so komplex ist. Unterlagen, also die ganzen Polizisten sind in der Führung gestellt, das waren aber nicht da, Es hilft nichts, die Frage, die Gemeinde hat um sich vor, dass die Frage in der öffentlichen Fragestunde beantwortet werden und wir hätten ja oder nein. Keine Beantwortung. Bitte. Okay, ich komme zur Beantwortung meiner Frage. Ich lese es nochmal vor. Erste Frage, der Meister Vizebürgermeister Diplom-Ingenieur Feil richtet seine Frage an zweiten Vizebürgermeister Helmreich. Fragt, wie zweiter Vizebürgermeister Helmreich grundsätzlich zu den Themen Ehrlichkeit, Wahrheit und Rückgrat stehe. Er habe zweiter Vizebürgermeister Helmreich in der letzten Gemeinderatssitzung im Dezember bezüglich der Anzeige des Gemeindebediensteten gefragt. Wenn man etwas tue, stehe man im Normalfall auch dazu. Dann geht es weiter. Bezieht sich auf die Benachrichtigung des Opfers von der Einstellung des Verfahrens der Staatsanwaltschaft, wo zweiter Vizebürgermeister Helmreich Anzeige aufscheint. Und zweiter Vizebürgermeister Helmreich antwortet, er habe das schon mehrfach beantwortet und könne das heute aufgrund des Fehlens von Gemeinderat Sorge nicht in dieser Form beantworten. Erstens einmal möchte ich mich für diese Frage bedanken, da dadurch der gesamte Gemeinderat davon in Kenntnis gesetzt werden kann, wie der Sachverhalt wirklich war, den ich im Vorstand euch beiden schon dargelegt habe und der anscheinend nicht richtig weiter kommuniziert worden ist. Als erstes möchte ich mich dabei auch beim Herrn Bagler, der da auch betroffen ist, bedanken, dass er das immer so toll mitfilmt, weil dann erfordert es nicht nur der Gemeinderat, sondern die Bürger draußen auch, wenn sie es nach ansehen. Das ist eine transparente Möglichkeit, wie wir hier herinnen diskutieren. Nachdem der Gemeinderat Sorger heute leider nicht anwesend sein kann, habe ich im Vorfeld mit ihm gesprochen und kann bekannt geben, dass er mir mit der Darstellung des zeitlichen Ablaufes, wie ich ihn dann darlegen werde, und ich bitte gleich um die Protokollierung desselben, einverstanden ist und das auch genauso sieht. Ich bitte auch deswegen um die Protokollierung dieses ausführlichen Themas, weil im letzten Protokoll das sehr ausführlich protokolliert wurden mit Faksimile von E-Mails und Anzeigen und ich weiß nicht was wollen, die einseitige Darstellung der SPÖ. Der zeitliche Ablauf rund um die Ereignisse des Wasserbeckens, und wenn es da noch eine weitere Frage geht, kann man wahrscheinlich die Frage auch fragen. Am 20.08.2012 traf ich mich zum ersten Mal mit dem Herrn Wagner, der mir dubiose Vorgänge rund um ein an den Rechtsanwalt Dr. Scholz im Auftrag der Gemeinde versteigertes Retentionsbecken ging. Er hatte auch eine umfangreiche Dokumentation auf Google Docs darüber dargelegt, und ich sagte zu, mich der Sache anzunehmen. Zur selben Zeit hat Herr Bagler auch Kontakt zu Gemeinderat Erwin Sorger von der FPÖ aufgenommen, welcher sich an das Büro Landesrat Kurzmann mit der Bitte um rechtliche Prüfung wandte. Am 23.08. erging vom Büro des Landesrates Kurzmann
eine Anfrage an die damalige Fachabteilung 13. Ende August unternahm ich mehrfach den Versuch, den Bauamtsleiter der Marktgemeinde Lieboch, Herrn Ingenieur Johann, zu erreichen. Nach einigen Versuchen erhielt ich einen ca. einminütigen Rückruf, in dem er mir zusicherte, alles sei in Ordnung und dass aufgrund der Dringlichkeit Rechtsanwalt Dr. Dr. Scholz zur Versteigerung geschickt worden sei. Die Versteigerung war im Februar, die Kenntnis der Gemeinde im Dezember. In diesem Zeitraum fanden zwei Gemeinderatssitzungen statt, in denen nicht davon berichtet wurde. Da die Sache nicht gemeindeintern zu klären war, erkundigte ich mich bei der Bezirkshauptmannschaft, beim Herrn Dr. Klein und bei der Volksanwaltschaft in Wien. Am 27.08.2012 brachte ich am Gemeindeamt einen von mehr als einem Drittel unterschriebenen Antrag gemäß § 51 Gemeindeordnung auf Durchführung einer Gemeinderatssitzung ein. Diese Sitzung wurde nicht innerhalb der vorgesehenen Frist abgeführt. Am 5.09.2012 erschien ein Artikel in der Woche Graz Umgebung Süd zu diesem Thema, der noch mehr Fragen aufwarf. Ich habe die alle mit, die waren nicht von uns initiiert, die sind auch nicht von uns irgendwie dokumentiert oder die sind auch nicht zitiert worden.